Ich glaube, wenn wir das Tor öffnen, das ist der absolute Endgegner, der Endboss. Fänd ich mega. Freue ich mich schon drauf. Deswegen, das ist sehr motivierend, das Spiel. Man findet immer neues Zeug. Also man findet natürlich immer altes Zeug auch. Und Hammerhaie, die man einfach so verschlingt. Ciao. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Ja. Okay, wir kamen von hier. Wir gehen erstmal da lang. Man findet natürlich immer altes Zeug, aber auch neues Zeug. Wie dieses Tor zum Beispiel, was gigantisch ist. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe einfach sehr, dass man das öffnen kann. Das wäre einfach mega. Wenn ich rausfinden könnte, was darunter lauert. Ups, dich wollte ich gar nicht, aber... Das gehört in ein Museum. Was für ein Fund. Allerdings hängt das vom Goldmarkt ab, der in letzter Zeit ziemlich enttäuschend läuft. Natürlich gebe ich den Feds die Schuld. Aber was soll man tun? Das gehört in ein Museum, ja. Indiana Jones lässt grüßen. Ein riesiger Goldschatz. Wo kein Mensch hinkommen wird. Außer dieser Jägertaucher. Der Jägertaucher dachte sich, endlich, mein Lebensziel war es, diesen Schatz zu finden. Und was passiert? Sharky kommt und hat Hunger. Tschüss, Jägertaucher. Diese Meeresplünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. So, das Tor haben wir auch geöffnet. Ich würde aber gerne nochmal zurück, weil da war ja noch ein Durchgang. wo war das denn jetzt? Ich meine hier. Jawohl. Okay, gehen wir nochmal zurück. Und hier ging es noch irgendwo hin, wo es Fragezeichen gab. Und ich kann Fragezeichen nicht einfach so liegen lassen. Ich glaube hier, ne? Ja, guck mal. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg dahin ist, aber wir versuchen es mal. Da unten ist auf jeden Fall was. Ups, dann daneben gebissen. Dieser Hai verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. Ja, was ich mich jetzt frage, wie kommt dieses Nummernschild hier unten hin? Keine Ahnung. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ist mir auch egal. Ich nehme es. So. Hier geht's raus. Haben wir geöffnet, aber erstmal schaue ich mich hier noch um, ob es hier noch was gibt. Von hier kamen wir, glaube ich. Und hier ist noch ein Durchgang. Mit einem weiteren Gitter. Das öffnen wir auch. Dann haben wir, glaube ich, hier alles. Auf mit dir. Ah, schön. In Freiheit. Schau mal. Dieser Haken, ne? Es ist ein Traum. 15% vom Golf haben wir schon abgeschlossen. Wir müssen nicht Caviar Key, sondern Prosperity Sands. Ja. Wir schwimmen auf jeden Fall in diese Richtung und auf dem Weg machen wir alle Fragezeichen. Das war ja der Plan. Und genau so machen wir es, Freunde. Mit unserem riesigen Hai, Sharky, dem Allesfresser. So. Okay, da ist noch ein Boot. Ein größeres Schiff eigentlich. Ups. So, tschüss. Wir leveln uns immer weiter auf. Ich frage mich, ob es noch eine höhere Stufe gibt als... Im 18. Jahrhundert waren Turtle Frolics in den USA beliebte Versammlungen, bei denen die Gäste Schildkröteneintopf aßen und die Einführung der Sklaverei zelebrierten. Das ist eine nette Information. Aber warum hast du mir das jetzt erzählt? Was habe ich entdeckt? Was ich übersehen habe? Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Er hat mich unterbrochen. Der vergessene Krieg. Fort Clovis war dank seiner nachsichtigen Regelungen und niedrigen Gebühren lange Zeit eine beliebte Müllkippe für das Militär. Oh ja, ich sehe es. Hier gibt es einen Panzer. Da ist noch ein Panzer. Flugzeug oder Flugzeuge? Ich glaube, es ist ein Flugzeug, müsste es sein. Krass. Das ist schon cool, was man hier alles findet. Also, das wiederholt sich zum Beispiel nicht.
Da gibt es immer neues Zeug zu finden. So. Wir schwimmen weiter hier hin. Richtung Lückist. Ups. Sorry. Der Bullenhai besteht als unersättlicher Fisch zu 90% aus reinem Appetit. So ist es. Jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Gibt es eine höhere Stufe als älteres Tier? Das würde mich interessieren. Brennend interessieren würde mich das. Aber vielleicht Opa. Opa Hai. Kann ja sein. So, hier gibt es nichts mehr. Wir machen uns weiter in diese Richtung und suchen die Fragezeichen, aber im Moment sehe ich keins, tatsächlich. Da ist wieder dieses riesige Fangnetz. Jetzt leckt das Spiel wieder. Also ab und zu ruckelt es sehr. Leider. Aber das soll dem Spielspaß nicht trüben. Wo muss ich hin? Da. Da ist auch noch eine Kiste, Freunde. Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Ups. Okay, das habe ich übersehen, aber wir kommen ja sowieso nochmal zurück. Wir kommen zurück, ich möchte aber erstmal hier hin. Eine Höhle. Da schwimmen wir jetzt erstmal hin. 1000 Meter noch. Wow. Okay, aber hier... Was ist das denn hier? Ist das die Freiheitsstatue? Nee. Aber es sieht so ähnlich aus. Boah, mega. Mal gucken, was dazu gesagt wird. Hier gibt es da so ein Schild. Museumsausflug. Ein guter Weg, um jemanden von einem Museumsbesuch abzubringen, ist, es unter Wasser zu setzen. Sag mal. Du störst uns hier gerade bei unserem Museumsbesuch. Das ist eine Frechheit. Boah, ist das Poseidon oder was? Ja, wobei, da fehlt der Dreizack. Ich dachte von hinten, das wäre die Freiheitsstatue aus New York. Wegen hier, natürlich. Dem Zacken, der Zackenkrone. Aber ist es anscheinend nicht. Boah, das ist aber gut zu kauen auf dem weißen Hai. Boah, geil, dass man hier sowas finden kann. Das ist sehr... Hä, ist das eine Pyramide? Eine Pyramide, Freunde. Einfach so. Klar. Warum auch nicht? Wir müssen da lang. Was ist denn hier los? Ist das die Terrakotta-Armee? Wir gleiten vorsichtig an diesen... Sag mal, das Fotografieren. Wer macht denn solche Statuen? Sind das überhaupt Statuen? Das ist doch die Akropolis hier in Griechenland. Und hier ist noch irgendwas. Oh, hier findet man... Also hier im Golf findet man einiges. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Da ist noch eine riesige Statue. Alter, der sieht aus wie Zeus. Geil. Okay, das ist hier wohl die griechische Ecke, wie es aussieht. Mit der Akropolis und hier Zeus. Poseidon, keine Ahnung, ob das so ein Poseidon-Verschnitt war das. Aber keine Ahnung, ob der das wirklich war. Ist mir auch egal, wir fressen es einfach. Achso, wir sind jetzt hier in dem Gebiet, ne? Im richtigen Gebiet, hoffe ich. Ja, wir sind richtig, sehr schön. Prosperity Sands. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Weg hierhin und schwimmen einmal durch die Bucht zu unserem Ziel. Prosperity Sands verfügt über glitzernde weiße Strände, die für das alleinige Vergnügen der Ultra-, Mega- und Superreichen abgezäunt sind. Perfekt, genau da wollte ich nämlich hin. Was ist das denn hier? Baja New World. Sag mal, so. Gefährliche Brandung. Es besteht in der Tat das Risiko, beim Surfen zu ertrinken. Aber wenigstens hinterlässt man ein cool aussehendes Skelett. Tatsächlich, die surfen die Skelette.
Ist ja lustig. Ja, und der hat es dann nicht mal geschafft. Der ist vom Board geflogen. Was? Wave Shack. Beware. Was steht da? Oh, ja, okay, wir können recht. Manita Surf. Geil. Okay, wir sind hier ein bisschen in dem Ding drin jetzt. Ich hoffe, wir kommen wieder raus. Jawohl. Ich würde gerne das Schild hier lesen. Mann, nur das Schild da drunter. Beware. Surf. Surface Shark Sighting. Okay. Ja, aufpassen. Sharks werden gesichtet hier oder so. Jo. Ich gehe mal raus, guck mir an, wie das hier aussieht. Nice. Okay, hier sind die Hochhäuser. Na? Alles gut? Naja, ich will hier rumschwimmen. Ich hab nichts vor. Da gibt's was, hier gibt's was. Wir gehen erstmal da lang. So, aus dem Weg bitte, Menschen. So, ich wollte nur das Schild mitnehmen. Hey, ich bin schon wieder weg. Okay. Da unten war noch was. Ach, schön. Es macht Spaß. Oh, ein Gitter. Was? Hammerhai. Level 13. Kein Problem. Nicht alle Haie eignen sich zum Essen. Aber hey, ein Bullenhai würde einen Sack Kohle verspeisen. Ja, wenn es eine Quest ist, würde ich sogar einen Sack Kohle verspeisen. So, was ist das hier? Landmarken. Als die Bewohner von Port Clovis entdeckten, Clomhenge, dass ihre Stonehenge-Nachbildung astronomisch falsch ausgerichtet war, warfen sie sie wütend ins Meer. Klar. Mach ich auch so. Alles, was nicht passt, ab ins Meer. So, was haben wir denn hier für ein Gitter? Lasset mich rein spazieren. Da unten finden wir noch bestimmt wieder irgendwas Kistiges. Guck mal. Manche Haie sind Plünderer, die wahllos alles konsumieren, was auch nur annähernd essbar erscheint. Na klar. So, dann schwimmen wir hier mal weiter, weil hier kommen wir wahrscheinlich zu dem nächsten Fund. Pfund. Alter, hier gibt es einiges. Der Plünderer begnügt sich oft damit, von allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Okay, hier geht's noch weiter. Schwimmen wir hier weiter. Bevor wir irgendwas übersehen. Ach so, hier. Ja, ja. Die Menschen haben weniger als 5% unserer Ozeane erforscht. Somit gibt es noch unzählige Schätze, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Und genau das ist auch meine Theorie. Natürlich eine Theorie von sehr vielen Menschen, dass man hier noch nichts erforscht hat, einfach im Meer. Und was war das? Nichts. Und dass wir einfach noch gar keine Ahnung haben, da unten lauern noch sehr viele Schätze. Prosperity Sands erinnert uns daran, dass der Bau von Zweit- und Drittwohnungen manchmal Gedanken wie den Verlust der Artenvielfalt verdrängt. Ach, wir waren wieder im Golf, sehe ich gerade. Okay, sorry. Wie kommen wir denn da runter? Ich möchte da bitte runter. Gibt's da bestimmt irgendwo ein Gitter oder so, ne? Was ist das denn? Da ist ein Gitter, aber das bringt uns ganz woanders hin. Ich würde gerne das hier haben. Kriegen wir das? Wie kriegen wir das Kistchen da unten? Ich suche mal drauf los. Vielleicht kommen wir von dem Gitter, was wir schon gefunden haben, dahin. Wo war das denn? Ah, hier. Okay. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich kommen wir so dahin.
Da ist das Gitter dazu. Der Durchgang, besser gesagt. Hier gibt es kein Gitter mehr. So, und jetzt markiere ich das Ding mal. Das ist in der Nähe von der anderen Kiste gewesen. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Da oben. Kann man da irgendwie hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier geht es einfach nur raus. Das ist schon mal nicht der richtige Weg. Wie komme ich da hin? Vielleicht hier? Okay. Das sieht richtiger aus. Richtiger. Ah, guck mal. Jawoll. Nice. War sehr gut versteckt. Der Tonnenhai ist ein Tier mit breit gefächerten Nahrungsgewohnheiten. Ich würde gerne wieder zurück. Wo geht's hier nochmal zurück? Da? Glaube ich. Der Golf. Die zunehmende Zerstörung des Golfs ging Hand in Hand mit dem menschlichen Streben nach Fortschritt und Entwicklung. Okay. Nee, zum Golf wollte ich nicht. Wir gehen wieder zurück und schnappen uns den hier. Manchmal kommt ein Ladebildschirm, um wenn wir ein Gebiet betreten, manchmal aber auch nicht. So wie hier. Es hätte mehr Proteste rund um Prosperity Sands gegeben, wenn die Öffentlichkeit nicht schon so abgestumpft wäre, was ökologische Bedenken im Allgemeinen betrifft. Tja. Ach ja, wir sind ja auch dafür da, das ökologische Gleichgewicht zu halten. Es sind einfach zu viele Fische unterwegs. Der Bullenhai demonstriert, wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen. Ganz genau. Und Fische. Danke. So, haben wir noch eine Kiste hier. Dann haben wir schon 5 von 12. Der Bullenhai kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Ja, das ist ja mein Ziel. So, was haben wir denn hier? Verloren. Dieser Trimaran verlief sich auf seiner Reise in das mythologische Trockene, wie bereits viele vor ihm. Das mythologische Trockene, was ist das? Okay, ja, das ist schön. Ja, nice. Ist einfach untergegangen. Kann passieren, aber sonst gibt es hier nichts Interessantes zu finden. Außer da hinten natürlich eine wunderschöne Kiste, gefüllt mit Fett und Materialien. Der habgierige Vagabund ist ständig unterwegs, ja, und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann. Zum Beispiel Nummernschilder. Alter. Alter. So. So, wieder zurück, bitte. Halten wir es eigentlich jetzt länger aus an Land? Kann das sein, dass wir nicht mehr so schnell ins Wasser müssen? Das fände ich ganz gut. Oh, da unten ist noch was. Wo ist es denn? Wo bist du? Fragezeichen, wo bist du? Der Golfstrom ist nur eine von vielen Hauptströmungen, mit denen Seeleute seit jeher die Welt segeln. Da ist noch ein Marlin. Was habe ich denn hier gesehen für ein Fragezeichen? Hey, ist gar keins. Doch, da ist eins. Ja, das ist aber. Das ist aber hier im Golf, oder? Ja, ist der. Ja. Ist der Golf. Nein, ich möchte nicht zum Golf. Hierhin. Golf machen wir noch. Also, ich spiele noch Golf. Prosperity Sands. Ein Blick auf die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein kosmischer Unfall ist. Natürlich. Alter, meine Nase, ne? Hier Red Nose Day lässt grüßen immer noch. Es hört nicht auf. So, da oben kommen wir locker hin. Da kommen wir locker hin. Da brauchen wir nicht mal auf den Steg, oder? Wir brauchen einfach nur hier hochzuspringen. Bitte. Schön. 3 von 10 Nummernschilder haben wir. Weiter geht die Suche nach Fragezeichen. So. Die Fische lassen wir mal in Ruhe. Ich würde sagen, wir machen uns weiter auf den Weg in diese Richtung. Hier ist zwar noch ein Fragezeichen, aber da kommen wir bestimmt nochmal hin. Wir machen ja hier nochmal die Runde. Und ja, das kriegen wir hin. Erstmal hier lang.
Und das Fragezeichen, natürlich. Auf dem Weg, das schnappen wir uns. Was auch immer es ist. Es ist eine Kiste. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Die wir schon haben, aber man will immer mehr. Man ist gierig. Man wird gierig in diesem Spiel, glaube ich. Ah, guck mal hier. Nochmal ein Schild. Das gibt nochmal die nötigen Pfunde auf die Hüften. Klopapier ist aus. Das kenne ich doch. In nicht allzu ferner Zukunft wird ein junger, visionärer Unternehmer diese drei Muscheln beim Schnorcheln entdecken und die Toilettenpflege revolutionieren. What? Was sind das für Muscheln? Kann man hier irgendwas mitmachen? Klopapier ist alle. Ja, das ist halt Corona-Zeit, ne? Also mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es wieder Klopapier, aber... Alter, die Leute sind durchgedreht. So, hier geht's zu meiner guten alten Grotte. Ein Ruheort ist ideal für den Hai, um zu meditieren und seine wahre Potenzialität zu erreichen. Nice, Level 28 erreicht. Perfekt. Dann schauen wir mal, was wir so bekommen können. Hier leuchtet irgendwas im Log. Ja, das sind halt die Sachen, die wir erledigt haben oder noch erledigen können. Das können wir alles auch auf der Map sehen. So. Was ich jetzt aber gerne sehen möchte, ist meine Evolution. Wann kann ich denn hier meinen Schwanz und Kopf ausbessern? Mann. So, ich glaube, das haben wir auf Stufe 5. Jawohl. Die Flossen. Die können wir natürlich jetzt auf Stufe 5 erweitern. Du setzt eine Giftwolke frei. Ja, ja, ja. Plus 3% maximale Geschwindigkeit wegen unserem Set. Sehr schön. Ja, verbessern. Geil. Ja, Stufe 5. Das war's. Wir sind einfach Robo-Hai, wie es aussieht. Das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter, guck mal bitte, wie wir aussehen. Wir haben einen richtigen Panzer. Wir haben richtige Metallhaut bekommen. Sehr imposant. Sehr imposant. Okay, da hinten ist ein Fragezeichen. Das schnappe ich mir erstmal, bevor wir was anderes machen. Ah. Okay, es ruckelt wieder. Teilweise ruckelt es hier leider. Sag mal, das Glück fällt ins Wasser. Es wird schwerer, einen erfolgreichen Casino-Raub durchzuziehen, wenn man von der Straße ins Meer fährt und ertrinkt. Jo, das war, von wo kam der? Der ist von hier darüber gefahren. Und hier hat er sein Gold verloren, sein ganzes Geld, sein Hab und Gut. Ist er noch am Steuer? Sieht man den? Nee, man sieht gar nichts. Tja, tut mir leid, mein Freund. Okay, was wird mir da angezeigt für Ausrufezeichen? Roger und ich zerstöre das Ziel. Oh, also ein Jäger. Ja, komm. Dynamit? Ja, das sollte ich mir vielleicht nicht schnappen. Ah, komm. Alter. Was gibt's denn hier für Einbrüche? Die Texturen, die fallen ja voll runter. Okay, okay. Ihr seid sehr aggressiv, Freunde. Aber das bin ich auch. Gleich ist das Ding kaputt. Einen haben wir erwischt. Roger Cantrell hat neulich den staatlichen Rekord der Anzahl widerruflicher Verstöße beim kommerziellen Fischen gebrochen. Komm her. So, den haben wir auch. Oh. Ups, Jäger. Ja komm, machen wir die auch mal. Wenn das so möglich ist. Okay, ihr seid sehr wild.
ich mach mal meine Kraft. Wohin? Okay, ich sollte weg, ne? Ja, ich sollte weg. Ich muss weg. Tschüss. Boah, die sind echt wild drauf hier. Und es ruckelt sehr stark, leider. Es ruckelt sehr stark. Das ist wirklich ein Problem. Ja, ciao. Ah, da kommen wir gar nicht durch. Shit. Ach komm, was soll's. Alter, womit schießt denn ihr bitte? Sumpfboot. So, immerhin einen Jäger haben wir erwischt. So, was haben wir denn hier? Oh, nice. Gehen wir direkt rein. Um uns ein bisschen zu beruhigen. So. Hier kann man geradeaus weiter, man kann auch runter. Ich gehe erstmal runter. Ein Hai lässt sich niemals eine fette Fiesta entgehen. Wow, wie hell ist das denn hier? Was ist das hier? Was ist für ein Licht? Wo kommt das her? Okay, wir gehen wieder raus. Die Jagd ist vorbei. Und bei Flamingo Joe's wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Na klar. Schild nehmen wir mit. So, wir schnappen uns alles hier erstmal. Und die Kiste natürlich. Durch die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil. Ist das so? Habe ich nicht sowieso einen Vorteil? Egal, was ich habe. So. Das ist noch ein Gitter. Das wird kurzerhand zerstückelt. Okay. So. Erstmal an die Oberfläche. Es ist dunkel, ne? Ja, es ist dunkel. So, was haben wir denn hier in der Gegend? Menschen. Und ein Fragezeichen. Das schnappen wir uns. Was ist das denn hier? Geil. Das ist ja cool. Geile Show. Nur keine Menschen da. Aber eine Kiste. Die würde ich mir gerne eingenehmigen. Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Na klar, das hast du ja noch nie gesagt. Okay, yo, hier gibt's einiges noch zu finden. Hier ist unsere Grotte, da müssen wir noch hin. Hier gibt's noch einen Hai, einen weißen Hai wahrscheinlich, den wir vernichten können. Und hier gibt's noch einige... Ich würde sagen, wir machen hier die Runde. Wir machen hier so eine Runde hier rum, da lang und dann wieder zurück. Dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Ah, hier Tor. Ho, ho. Ich würde mir gerne das Tor mal anschauen. Wie man das Tor öffnen kann. Das ist interessant. Da auf dem Weg können wir unser Marco noch ein bisschen futtern. War da noch irgendjemand? Nee, ne? So. Ich will mal schauen, ob man das Tor jetzt öffnen kann hier. Weil da müssen wir ja was dagegen schmeißen. Gegen diesen Knopf. Den konnten wir von der anderen Seite nicht treffen. Aber von dieser müsste es klappen. Aber zuerst. Erstmal die wichtigen Sachen. Alter. Was haben wir denn hier? Alter, ich beiß gerade die ganze Zeit daneben. Franken-Tiki. Nach dem Ende des Tiki-Wahns warfen Barbesitzer ihr polynesisch inspiriertes Dekor in den Golf, wo sein kitschiger Charme komplett im Meeresleben verloren ging. Sehr cool. Hängt ja einfach ein Tiki unten im Meeresgrund. Ja gut, Meer ist das jetzt nicht wirklich, aber in der Bucht liegt es rum. Das hat es noch überlebt. So, hier gibt es aber sonst nichts mehr. Wir gehen zu dem Tor und schmeißen einen Fisch gegen den Knopf.
Mal gucken, ob was es bringt. Dafür nehme ich mir den hier. Cool. Bleibt das jetzt immer offen? Auch wir haben jetzt einen Durchgang gefunden nach Golden Shores. Ja, haben wir mal geöffnet. Warum auch nicht. Hier war auch noch ein Tor. Ah, hier, da. Tor von Caviar Key. Das können wir auch öffnen, wenn wir mal in Caviar Key irgendwann ankommen sollten. Was es jetzt bringt, ehrlich gesagt, man kann ja schnell reisen, aber für die Leute, die schnell reisen nicht mögen, ist das eigentlich perfekt. Da muss man hier nicht 1000 Kilometer schwimmen, um hier anzukommen. Finde ich eigentlich ganz nett. So. Nächstes Ziel, nächstes Fragezeichen. So, aber wir wollen ja jetzt nicht durch, muss ja auch nicht. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.